Hallo und willkommen zurück zu unserer Polina. Weiter geht's im Text. Wir haben hier eine Aufgabe. Genau, wir sollen hier Balg eines Mondweidenbocks holen. Also da drüben ist die Aufgabe. Kriegsherr Sristitz töten. Einen Verräter entlarven. Und irgendwen suchen. Und hier ist uns auch eine Aufgabe von der Tannenruffeste. Tannenruffeste. Auserwählte, ihr müsst nach Norden zur Heimstätte meiner Leute reisen, zur Tannenruffeste. Dort werdet ihr auf eure schrecklichste Herausforderung treffen. Geht jetzt, der Oberhäuptling der Tannenruffeste erwartet euch. Okay, also, ja, was machen wir jetzt zuerst? Den Kriegsherrn werden wir kaputt machen, den Verräter werden wir entlarven. Bevor wir dann nördlich gehen, weil ich glaube nördlich, genau, nördlich geht es dann nämlich rüber zur Blutmythosinsel. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Also machen wir alles... alles südlich. Oder, nein, eigentlich nicht südlich, sondern... nie ohne Seife waschen, südwestlich. Ja, irgendwie muss man sich das hier merken, wo Norden, Süden, Westen und Osten ist. Irgendwie muss man sich das ja merken. So. Michael. Ich hätte gern das Stiekel da noch erkunden. Irgendwie. Ah, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Haben wir hier eigentlich auch Balg eines... genau, das haben wir da. Sehr schön. Erkunden. Erkundet. Sehr schön. Da hinten ist nur so ein scheiß Stickel zum Erkunden. Da haben wir schon einen Bock. Ja. Einen Bock. Einen Weidenbock. Und noch ein Weidenbock. Und noch ein Weidenbock. Und dann muss man ja glatt stehen bleiben. Zu weit entfernt. Zu weit entfernt. Der Arsch nämlich abhaut. So. So? Aha. Hellebatsch. Oh. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, Polly. Ich brauche ein Ziel. Schon okay. So. Dann visieren wir was an. Genau, die Keksis müssen wir noch machen. Ich habe kein Ziel. Ja. Das behaupten sie immer alle. Keksis. Passt. Keksis gemacht. Weil wenn wir das schon hier mitmachen können, dann machen wir das gleich mit, oder? Ah, das ist dieser komische... Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ist ja schon. Das ist das komische Ding, wo... der Stock-Ding. Wo das Schiff von Teldrassil anhält. Kommt von Teldrassil rüber. Im Normalfall ist es das. Zumindest war es das mal. So, das haben wir erledigt. Auch genau. Das sehen wir schon. Habe ich jetzt überhaupt? Genau, habe ich. Passt. Jetzt habe ich schon geglaubt, ich habe schon wieder die Uhrzeit vergessen zu starten. Den Timer. Hallo. Lass mich erkunden. Ja, Valas Steg. Hoppala. Sehr gut. Polina. Du, mir sollst du ein bisschen Gas geben irgendwie. Dass du Asumi ein bisschen hinterherkommst. Lass mich ja alle in Ruhe. Dorf der Sichelclown. Okay,
Lass mich in Ruhe, weil du hast mich entdeckt. Dorf der Sichelklauer. Ich glaube, ich muss ja einen Schäf kaputt machen. Oder, hä? Och, nö. Der Kriegsherr Sistritz, der ist in der Höhle. Och, nö. Ist das cool? So. Ich brauche ein Ziel. Ja, ich weiß nicht, ob du das brauchst. Du hast auch eins im Normalfall. So, wo ist denn der? Ist der Unterhäub oder da oben? Der ich bin außer Reichweite. Oder? Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ah, Kriegsherr Sistritz. So, da kommen wir jetzt leider nicht mehr auf, ja? Schade, schade. Schade, schade. Oh, hat sich der Magier nicht auch uns gebrochen können? Ich brauche ein Ziel. So, ist schon wieder kaputt. Das Ziel ist schon wieder kaputt. Wow. Das war mal ein One-Hit. Bist du deppert. Zeit. Passiv. Unsichtbarkeit. Ja, Paulina, du musst dich daran halten, dass du die Unsichtbarkeit erreichst. Erlernst. Ach, hallo. Und, haben wir Intelligenz zu machen? Mit 58 erst, okay. Na dann. Übernehmen, glaube ich. Gut, aber den Kriegsherr Sistritz, den haben wir jetzt kaputt gemacht. Dann kommt jetzt der Verräter. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir gar nichts getan. Ich bin einfach nur vorbeigeraten. Das war noch die Aufgabe von dem Dorf da. Ach ja. So, wenn wir seine Fahne sehen, ja? Dann sollen wir uns hier verstecken. So. Ein Baum namens Paulina. Oh. So ist das. Ich sollte näher ran machen, so Inga. So ein Scheiß. Was fällt dir ein, du Idiot? Hättest beinahe meine Tarnung auflegen lassen. Ich habe dir doch gesagt, dass du den Kompass und die Karte an einem sicheren Ort... Ja, gut.
gut. Also zum Durchlesen solltet ihr vielleicht hier mal eine kleine Pause einlegen zum Stoppen und zum Durchlesen. Denn ich bin wieder zu langsam mit dem Lesen. Also ein Gnom und ein Goblin arbeiten zusammen. Sehr interessant. Interessant, interessant. Gut. Den Verräter enttarnen. Haben wir gemacht. Dann werden wir jetzt gleich hier weiterreiten. An den komischen Eulen vorbei. Zu wem kommen wir denn da? Zu einem Nachtelfen. Colin, genau. Was führt euch hierher? Meine Familie. Was habe ich getan? Was hätte ich tun sollen? Dafür müsste Fischer. Warum werde ich so bestraft? Junge, ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast. Aber, na gut, was noch bleibt? Wir lebten viele Jahre in Frieden mit den Kreaturen dieser Insel. Ihr könnt euch vorstellen, wie überrascht ich war, als sie den Strand stürmten und uns angriffen. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, wurde aber sofort überwältigt. Als ich aufgrund der zahlreichen Schläge in Ohnmacht fiel, betete ich, dass meine Familie nicht leiden muss. Ich erwachte und alles war ruhig. Der Sand war rot, vor Blut getränkt mit ihrem Blut. Man hatte sie vollständig verschlungen. Ich sehne mich nicht nach Rache, Paulina. Ich wünsche mir nur, dass man mir ihre Überreste bringt, damit ich sie ordnungsgemäß bestatten kann. Seid vorsichtig. Okay, Überreste von Crowlands. Cowlands, nicht Crowlands. Überreste. Aha, okay. Verstörte Eulenbestie. Jetzt muss ich hier ein paar Beulen kaputt machen. Ein paar Eulen. Irre Eule. Verstörte Eule, verwirrte Eule, irre Eule. Du Schweinebacke. Da. So lange hat es ja gar nicht gedauert. Also geht's ab wieder zurück zu Cowlands. Cowlands, wie auch immer. Hallo. Ist hier was? Ich danke euch, Paulina. Ihre Geister können nun in Frieden ruhen. Viel Glück. Ja, danke. Ja. Achso, da ist ein Teil von der Exoda eingekrocht und das hat die Viecher komplett irre gemacht und deswegen haben sie die angegriffen. Gibt es da noch irgendwas zum Erkunden? Zum Mondschwingenbau? Da gibt es ja irgendwo noch eine Quest oder was er hat.
zu dem Leichnam gehen wir hin, der schaut irgendwie so verdächtig aus. Aber ich kann mir auch täuschen. Silbermythosinsel. Ja, ich täusche mich. Das war mal ein großes Tier. Hier sind jede Menge Murlocs. Und eine Kiste. Pläne für eine gute Raketenbeste. Naja. Genau, da haben wir das. So, wir werden jetzt einfach... Schau an. Wir haben da wirklich noch eine Quest. Besto deppert. Wer ist denn das? Magwin. Hallo? Colens Armschienen. Die mir nichts bringen. Ein Hilferuf. Meine Familie wurde vor einigen Wochen von den Murlocs und Eulkin dieser Insel überfallen. Ich schaffte es zu fliehen, aber ich glaube, dass mein Vater und meine Mutter getötet wurden. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, aber ich muss versuchen, zurück zu meinem Zuhause zu gehen. Oder was davon übrig ist. Könnt ihr mich durch den Wald begleiten? Lebt wohl. Okay, mach mal. Zu unserem Haus geht es da lang, durch das Dickicht. Ja, warst du's? Mag wen. Dü. Wir haben sogar eine Quest gefunden. Nicht schlecht. Von der habe ich gar nichts gewusst. Vor allem, weil auf der Karte nämlich auch nichts angesagt worden ist. Echt, jetzt müssen wir dort durch den kompletten Void gehen. Na gut, wurscht. Was soll's? Zeichen der Pfote. So, warte mal, die setze jetzt in den Fokus. Fokus. Man, ich kann die zwar nicht heilen, aber ich sehe trotzdem wenigstens. Wenn du kaputt wirst. Die wird eventuell angreifen. Na, aber sie greift die Euda an. Ah, schlecht. Was, wir hätten nur ganz in Ruhe vorbeigehen können, Magwin. Nur so nebenbei bemerkt. Aber ist ja wurscht. Der E-Mail müssen wir gleich angreifen, weil der wird uns sowieso angreifen. Die ist auf dem direkten Weg von uns. Genau. Bam. Also ab und zu frage ich mich echt, warum sie die Nachtelfen nicht eigentlich auch ein bisschen zierlicher machen hätten können. Zumindest die Weiber. So schwer ist es ja doch gar nicht. Muss man ehrlich sagen. Die könnte uns eventuell angreifen. Oder sie, die Eule wieder. Na, die Eule sie. Hilft mir, natürlich. Oh, du hast einen Schlag abgekriegt. Adetschen hast du gekriegt. Adetschen hat sie gekriegt. Meine arme Familie, alles wurde zerstört. Hey, bist du die Schwester von Kovlen? Ach, keine Ahnung. Ich kriege hier noch ein paar Quests. Mal sehen. Kaputt.
Ach du Scheiße. Ich sollte mal aufhammern. Mein Timer geht mal schon auf den Zager. Aber die Quest mache ich jetzt noch fertig. So, das setzen wir mal da oben, das setzen wir da oben, das setzen wir da oben. Helft mir, helft mir. Reicht das nicht aus? So, was haben wir da? Ein Kochrezept. Eine Angel, oder ein Angelköder, besser gesagt. Das wird eventuell auch gebraucht. Das ist normalerweise Elixier der Löwenstärke. Das ist noch nicht bereit. Ja, ist mir wurscht. Kleine irisierende Perle. Ja, ich muss dann dringend einmal da die Sachen ändern. Oh, Magwin und Koblen. Sie sind anscheinend doch Geschwister. Vater, Vater, du... Oh. Nein, keine Geschwister, es ist die Tochter. Ich bin geehrt. Ja, Freudentränen strömen über Colans Gesicht. Wie kann ich euch dafür jemals genug danken, Polina? Bitte nehmt dieses Erbstück. Es symbolisiert die heiligen Bande der Freundschaft, sowie das Vertrauen und die Verbundenheit zwischen den Nachtelfen. Ihr seid wie eine Schwester für mich, vom heutigen Tag bis in alle Ewigkeit. Bis bald. Ja, bis bald. Und damit, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.